Die Halbleiterbranche ist ein Seismograph für die Konjunktur. Demnach dürfte das Jahr des Schweins kein einfaches werden. Infineon jedenfalls bekam den Gegenwind zu spüren. Welche Halbleitertitel machen da Sinn? Fragen wir an Zertifikate aktuell Vivien Sparrenberg von Tobel. Schönen guten Tag, Frau Sparrenberg. Hallo, Frau. Ja, Infineon zum Vorquartal, ein Ergebnisrückgang hat es gegeben. Aber wenn man mal schaut, im Jahresvergleich konnten sie immerhin ihren Gewinn steigern. Man muss jetzt nicht lange rätseln, um drauf zu schauen, woran es lag. Autos und Smartphones, schwächere Nachfrage. Das war ja alles zu erwarten. Also waren die Zahlen damit so einigermaßen in Line? Sie lagen eigentlich in den Erwartungen, die Sie auch vorher schon gedämpft hatten, oder Sie haben es ja schon runtergenommen, wenn man sich mal die ganzen DAX-Unternehmen anguckt oder auch global die ganzen Unternehmen. Natürlich war überall mal so ein bisschen die Weltkonjunktur, dann waren es die Autos, dann waren es die Smartphones, Apple ist jetzt auch nicht mehr die Höhe, bei Daimler, BMW, Volkswagen ist jetzt auch nicht alles grün. Und da sieht man schon, dass es auf die Zulieferer, die natürlich auch primär in diese Geschäfte sehr weit drin verstrickt sind, auch ein bisschen runtergegangen ist. Das hat auch Infineon zu spüren bekommen. Auch ist das erste Quartal oder die Dezemberquartale nicht die stärksten, in der ganzen Branche nicht, das weiß man. Hier wurden die Erwartungen schon ein bisschen zurückgenommen, die wurden gerade erfüllt, aber es war jetzt kein Jubelschrei. Vor wenigen Wochen, Monaten klang das alles noch ganz anders, aber der Ausblick ist für 2019 recht verhalten. Margenrückgang wird erwartet, bestenfalls stagnierende Umsätze. Wie schwierig wird das Jahr des Schweins, was gerade in China angefangen hat, wenn der China-Konflikt weiter ungelöst ist? Der China-Konflikt liegt, wie man eigentlich fast bei vielen oder allen Unternehmen sieht, sehr, sehr stark auf allen Unternehmensbilanzen, gerade weil sie auch durch die weltweite Verstrickung da ziemlich abhängig voneinander auch sind. China jetzt, auch hier geht der Kaufimpuls von den Käufern geht zurück, also es wird auch nicht mehr so viel Absatz einfach gebracht, auch von den Automärkten, und da geht es dann einfach einmal die Reihe nach hinten, dann werden die Halbleiter nicht mehr bestellt, aber sie sagen auch, ja, man muss erst mal gucken, wie China hier weiter wächst, ob es wieder stärker wächst, als überhaupt angenommen wird. Infineon ist immer ein Wachstumstreiber auch gewesen. Die ganze Halbleiterbranche, die sind ja eigentlich explodiert, die Chiphersteller, weil es immer wichtiger ist für die Zukunft auf jeden Fall. Hier müssen die Investitionen auch für getätigt werden. Man versucht es so ein bisschen auszugleichen, indem die Nachfrage einfach höher wird für alle Segmente, also nicht nur Auto und Smartphone, was die wichtigsten auch für Infineon sind, sondern halt auch, dass zum Beispiel für Aufladestationen, für E-Mobilität, dass da einfach alle die Technologie so doll nachgefragt wird, dass die Umsätze in den anderen Sparten, Rückgänge vielleicht auch abgefangen werden können. Das geht aber nicht von heute auf morgen. Deshalb ist auch China sehr, sehr im Fokus, auch bei Infineon, und erstmal abzuwarten, was da alles noch kommt. Mhm. Aufgrund der verhaltenen Prognosen fährt Infineon jetzt die Investitionen zurück. Eigentlich waren früher waren immer 5% vom Umsatz wurden investiert. Im Frühjahr hatte man angekündigt, das erhöht man auf 7%, damit man seine Jahresumsatz- und Gewinnziele erreichen kann. Das hat man im Sommer dann auch noch mal bestätigt, weil sich die Halbleiterbranche bzw. weil die Nachfrage nach Leistungshalbleitern rasant steigt. Also das sind die Halbleiter, die genau in Smartphones, in Autos, Zügen, Solaranlagen überall drin sind. Ist diese Prognose denn jetzt auf einmal Makulatur, die man im Mai getroffen hat, im August nochmal bestätigt hat, das ist jetzt noch nicht so lange her, um zu sehen, naja, Investitionen können wir nicht in dem Maße halten? Die Investitionen können Sie nicht in dem Maße halten. Also Sie reden von 100 bis 200 Millionen, die Sie Kosten sparen wollen oder Investitionen sparen wollen. Sie haben trotzdem ein relativ großes Spektrum, wo Sie weiter investieren möchten und gerade in der Technologie sich hier vorbereiten möchten. Fertigungsanlagen möchten Sie hier ein bisschen Kosten einsparen oder die Investitionen dafür rückfahren. In dem Umfang, in welchen die Investitionen tätigen wollen, sind 100 bis 200 Millionen jetzt nicht viel. Aber es ist mal schon mal ein kleiner Anfang, wo man sagt, okay, wir können jetzt natürlich auch nur in einem wirklich guten Marktumfeld und auch einem guten Gewinnumfeld hier unsere Investitionen tätigen. Sie sind zwar wichtig für die Zukunft, aber vielleicht erstmal einen kleineren Schritt machen, anstatt alles rauszuhauen, was wir haben, und am Ende dazu stehen, zwar die Technologie zu haben, aber in einem Marktumfeld, wo wir sie nicht verkaufen können. Sehen die Analysten mehr Licht oder mehr Schatten in der Bilanz, zumal wenn man sich auch mal den jetzt deutlich sinkenden Chart anschaut? Licht und Schatten sind, glaube ich, im Moment bei fast allen Halbleiter oder bei allen
Unternehmen, die irgendwie so in diese Wachstumssparte der Halbleiter agieren, zu sehen. Bei Infineon ist das Positive, was man sagen muss, dass sie nicht nur auf den Smartphone-Markt, wie zum Beispiel AMS, ist relativ stark dort als Apple-Zulieferer, jetzt auch runtergegangen in der letzten Zeit, weil wenn Apple schwächelt, dann schwächelt auch der Zulieferer relativ stark. Infineon hier, dadurch, dass sie auch Autos und Smartphone und sich halt auch sehr, sehr breit gefächert aufgestellt haben, hier ein bisschen positiver herausgehoben, sagt man auch. Aber alle in allem ist diese Branche halt einfach immer noch eine Branche. Wenn einer runtergeht, dann gehen die meisten mit runter, weil viele Anleger auch den Unterschied zwischen den einzelnen Sparten überhaupt nicht verstehen, was Infineon macht oder was sie auch halt eben nicht machen. Sie sind gut aufgestellt für die Zukunft. Ihre Investitionen müssen Sie trotzdem richtig tätigen. Das machen Sie auch. Und da haben Sie auch vorgestellt, wie Sie das machen möchten oder in welchem Umfang Sie das machen möchten. Aber Sie haben halt, wie auch fast jedes andere Unternehmen, im Moment Probleme in der globalen Wirtschaft, wo wir alle ein bisschen mit zu kämpfen haben. China ist ein ganz großes Thema bei Ihnen auch. Und die Autobranche, mit denen Sie über 50% Ihres Umsatzes auch einfahren, wenn die in die Knie gehen, dann geht Infineon eigentlich auch. Okay, wir haben auf 5 Jahre gesehen einen Kursplus von über 150%. Seit Jahresbeginn ungefähr immerhin wenigstens noch 10%. Welchen Halbleitertiteln geben denn jetzt die Analysten, Branchenexperten den Vorzug? Vorzug zu sagen, muss man immer auch schauen, in welchem Bereich man sich zum Beispiel auch als Anleger wohler fühlt oder in welchem Bereich man als Zulieferer dieses Unternehmen sieht. Wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich gehe davon aus, dass zum Beispiel der Smartphone-Markt relativ stark ist, sollte man sich vielleicht auf einen Chip-Hersteller, der auch wirklich im Smartphone-Business eher aktiv ist, wie zum Beispiel AMS, Infineon ist Autos und auch halt Smartphones, AMD ist zum Beispiel auch mehr auf dem Blockchain-Zug, machen natürlich auch viele andere Sachen. Aber sie haben alle so eine Beimischung. Sie haben natürlich alle irgendwo ihr Steckenpferd, wo sie mit am meisten Geld mit verdienen. Aber man kann sich jetzt keinen Chip-Hersteller raussuchen, wo man sagt, der ist für die Zukunft am besten aufgestellt. Weil wenn die Branche runtergeht, dann geht auch der beste Chip-Hersteller mit. Okay. Vivien Spanberg, vielen Dank. Ja, eine konjunktursensitive Branche, das lässt sich auch an den Aktienkursen abzeigen. Denn im vergangenen Jahr waren die deutlich unter die Räder gekommen. Wenn einer hustet, krabbeln alle mit nach unten. Infineon in diesem Jahr ein Kursplus von immerhin 10% seit Jahresbeginn. Aber die Quartalsbilanz zeigte schon, Investitionen müssen zurückgefahren werden. Die Umsätze werden bestenfalls stagnieren und die Margen werden auch nicht mehr so hoch sein wie bisher. Was da kommen kann, börsentäglich hier im Update.